Hallo, mein Name ist Thorsten Butsch und in diesem Video möchte ich dir etwas zur Reihen- und Parallelschaltung von Kondensatoren erzählen. Kondensatoren kann man, genauso wie du das vielleicht schon von Widerständen kennst, in Reihe und Parallel schalten. Dazu schauen wir uns erst nochmal zur Erinnerung an. Die Kapazität eines Kondensators ist vor allen Dingen von der Fläche abhängig. Das heißt, je größer die Fläche, umso größer die Kapazität. Und sie ist vom Abstand zwischen den Platten abhängig. Je größer der Abstand, umso kleiner die Kapazität. Das heißt, antiproportional oder indirekt proportional. Jetzt schauen wir uns mal an, was passiert, wenn man mehrere Kondensatoren miteinander verknüpft. Dazu habe ich hier oben nochmal die Formel zur Erinnerung. Und dann gibt es ja die Parallel- und die Reihenschaltung. Schauen wir uns als erstes die Parallelschaltung an. Die Parallelschaltung ist eine Schaltung, bei der die Spannung bei allen Komponenten gleich groß ist. Das heißt, die Spannung am linken Kondensator ist die gleiche wie die am rechten Kondensator. Wenn ich jetzt beide Kondensatoren hier nebeneinander habe, könnte ich die ja letztendlich einfach mal so im Gedanken aneinander schieben. Das würde bedeuten, dass ich die Flächen einfach addieren. Und wenn ich hier oben die Flächen addiere, addiere ich letztendlich die Kapazitäten, weil der Rest in dieser Gleichung ist ja für den linken und den rechten Kondensator jeweils das gleiche. Das heißt, ich kann letztendlich einfach die Kapazitäten addieren und erhalte dadurch meine Gesamtkapazität. Beziehungsweise kann feststellen, je mehr Kondensatoren ich parallel schalte, umso größer wird meine Kapazität. Schauen wir uns die Reihenschaltung an. Diese ist ein bisschen kniffliger. Bei der Reihenschaltung war es ja so, dass die Stromstärke überall gleich ist. So hat man es, wie gesagt, bei den Widerständen mal gelernt. Jetzt versuchen wir mal, auch diese beiden Kondensatoren miteinander zu kombinieren. Und dazu muss man sich vielleicht, ich hatte ja so ein Video über Äquipotentialflächen gemacht, beziehungsweise über das elektrische Feld im Kondensator. Und diese Platte hier, ich kann ja die beiden Kondensatoren ja erstmal einfach zusammenschieben, wie so ein Sandwich. Und dann ist halt die Frage, was ist mit dieser Metallplatte, die praktisch zwischen diesen beiden, die Elektrikas, untergebracht ist. Und diese Platte, die hat de facto eigentlich keine Auswirkung, keine Bedeutung für das elektrische Feld. Das heißt, ich kann sie weglassen. Und wenn ich sie weglasse, dann kann ich hier die beiden Dicken des Dielektrikums D1 und des Dielektrikums D2 einfach addieren. Das heißt, dass die Kombination in der Reihenschaltung läuft auf eine Addition der beiden Dicken hinaus. Und wenn ich mir jetzt hier wieder meine große Formel angucke und ich hier die Dicken addieren möchte, dann ist es so, dass ja der Rest der Gleichung bleibt identisch. Ich tue also nur diese Dicken addieren. Und das wiederum
funktioniert dadurch, wenn ich das hier in Gedanken ein bisschen umstelle, dass ich D gesamt ist dann praktisch D1 plus D2. Und wenn ich das hier entsprechend umstelle, also sprich das D hier vorne hin, das C hier hin, der Rest bleibt ja gleich, dann habe ich 1 durch C gesamt ist gleich 1 durch C1 plus 1 durch C2 plus und so weiter. Und so kommt diese Formel hier zustande, dass ich hier 1 durch C1 und 1 durch C2 hier stehen habe. Und damit kann ich meine Gesamtkapazität in der Reihenschaltung berechnen, indem ich halt die Kehrwerte entsprechend addiere, und das ergibt den Kehrwert von C gesamt.